Und damit ein herzliches Willkommen zurück hier bei Let's Play Mass Effect Andromeda. Ich bin's, euer Red Hat, und wir machen weiter auf Vault. Sind wir ja beim letzten Mal gelandet. Hier. Ja, so ein richtig eiskalter Planet. Und ja, wir gehen uns jetzt mit dem Widerstandskommander treffen. Wir werden auch gleich empfangen hier. Richtig. Die sind Aliens. So, gucken wir uns gleich mal um. Habe ich den schon gescannt? Nee, den noch nicht. Solarstrahler. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Jo. Kann ich das Schiff scannen? Jo. Sehr schön. Widerstandskämpfer. Kreuzer. Entschuldigung. Was gibt's denn hier alles so? Noch nicht viel. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Die Kälte ist immer noch Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Ah, ich kann jeden Solarstrahler hier irgendwie scannen. Okay, das ist auch interessant. Und jeden Widerstandskreuzer. Okay. Den auch? Sehr schön. Treibstoffpumpe, Treibstoffleitungen, Hydraulik. Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Jo. Okay. Ansonsten gibt's hier gerade nicht so viel. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Ja, gleich nicht mehr. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Och, du nervst. Sam, jetzt sei doch mal leise. Gibt's denn hier was Schönes für mich? Das Ersatzteil hat die falsche Größe. Ich habe gehört, Sie hätten ein äußerst beeindruckendes Fahrzeug. Ja, wir nennen es den Nomad. Ich bin selbst ein leidlich guter Mechaniker. Ich baue Fahrzeuge für meine Leute. Laden Sie diesen Bauplan für Ihren Mechaniker hoch. Verbunden mit meinen besten Wünschen. Sobald Sie die benötigten Komponenten gefunden haben, kann er damit den Schild Ihres Fahrzeugs verbessern. Cool, danke. Klasse. Er wird begeistert sein. Er lebt für diesen Scheiß. Richtig. Klingt nach dem Bruder, den ich nie hatte. Sie finden einen Teil der benötigten Dinge hier auf Vault. Den Rest müssen Sie sich da draußen zusammensuchen. Stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Den Nomad kann man ja auch Verbesserungen erforschen, glaube ich. Beziehungsweise Baupläne entwickeln. Hier ist ein Behälter. Alles mitnehmen. Meditationskristall. So. Da geht's rüber zu dem Commander. Ich würde mich aber gerne noch ein bisschen umschauen, wenn es genehm ist. Okay. Weil sonst übersieht man das wieder. Öffnen. Meditationskristall. Die braucht man ganz sicher. Für die... Ja, manche angarischen Dingsbums. Verbesserungen, Waffen, Panzerungen, wie auch immer. Was ist denn hier ein Terminal? Aktivieren. Für den Commander. Es tut mir leid. Dringern, brauchen sofort Rekruten. Keine Sorge. Sie haben sich um mich gekümmert. Hier ist ein Datenpad mit einem Ausrufezeichen. Schon mal interessant. Ulisk, wir haben einen Shuttle mit... Ist es bei Ihnen angekommen? Unser Verfolgungssignal ist ausgefallen, nachdem wir die Vorräte am Übergabeort abgeworfen haben. Okay. Wie es aussieht, gibt es einige Vorräte, die den Widerstand nie erreichen. Wir sollten uns vielleicht mit dem Aus... Gehen Sie weiter. Okay. Hier ist noch ein Datenpad. Na
Hallo? Wenn Sie ärztliche Hilfe brauchen, müssen Sie warten. Gerade ist eine Patrouille angekommen und um die muss ich mich kümmern. Sie scheinen ziemlich unterbesetzt zu sein. Ja. Freiwillige Mediziner sind selten. Vor allem welche, die mit Wohl zurechtkommen. Es ist sicher hart, an einem Ort wie diesem zu leben. Es ist nicht ganz einfach, trotz Kälte und ohne Sonne für Moral zu sorgen. Die meisten von uns kommen von Aya oder Haval. Es ist also eine große Umstellung. Das Immunsystem lässt nach, die Leute werden krank. Aber wenn die Zivilisten in den Siedlungen hier leben können, ohne sich zu beschweren, dann schaffen wir das auch. Verstehe. Es ist warm hier drin. Die Strahler funktionieren ziemlich gut. Wir benutzen sie nicht wegen der Wärme. Sie erzeugen künstliches Sonnenlicht, damit wir nicht verlöschen. Was meinen Sie mit verlöschen? Richtig, das können Sie ja nicht wissen. Unsere Körper erzeugen Energie aus Sonnenlicht. Wenn wir nicht genug davon bekommen, geht unser Immunsystem in die Knie und unsere Bioenergie verlangsamt sich. Wir verlöschen. Scheiße. Ich komme wieder, wenn ich etwas benötige. Ich werde hier sein. Okay. Hier ist noch ein Behälter. Garage Panzerung. Cool. Müssen wir uns mal anschauen bei Gelegenheit. Okay. Was haben wir hier noch? Hier ist noch ein Ausrufezeichen, aber. Mit Ulysk reden? Okay. Moment mal. Hier. Ja, was ist? Sie sind dieses Alien, von dem alle über Funk reden, oder? Ja. Warum stehen Sie hier rum? Nur so. Sollten Sie sich nicht mit dem Commander unterhalten? So viele Fragen. Ich weiß gar nicht, welche Frage ich zuerst beantworten soll. Wie wäre es mit keiner? Ich wollte einfach nur meine Überraschung darüber zum Ausdruck bringen, dass mir jemand im Weg steht. Entschuldigung. Der Commander sagte, das Alien wollte uns helfen und wir brauchen Hilfe. Vielleicht mit den Notfalllagern? Was für Notfalllager? Wir sind hier in einem Kriegsgebiet. Das heißt, wir müssen jederzeit mit Kettangriffen rechnen. Ist logisch. Und falls jemand verwundet wird, sollte er möglichst irgendwo in der Nähe ein Lager mit medizinischen Notfallvorräten vorfinden. Sie sind zwar kein Ersatz für eine vernünftige Behandlung, aber sie helfen einem so lange zu überleben, bis man sie erhält. Das Problem ist, dass die Lager im Moment leer sind. Wir sind unterbesetzt, weshalb noch niemand da draußen war, um die Vorräte wieder aufzufüllen. Ich mach das. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich helfe Ihnen, so gut ich kann. Die Vorratskisten sind an der Wand dort drüben gestapelt. Informationen, wo die Lager zu finden sind, liegen Ihnen bei. Haben Sie ein Fahrzeug? Na klar. Natürlich. Gut, machen Sie sich auf den Weg. Jo, schön. Meinte die Kisten hier? Das sind die medizinischen Notfallvorräte, von denen der Doktor gesprochen hat. Okay. Wir müssen sie in die Lager bringen. Jetzt haben wir Sam, schon mal einen. Hast du die Positionsdaten gespeichert? Natürlich, Pathfinder. Paar Nebenaufgaben. Das ist jetzt erstmal hier in der Höhle. Moment. Halt. Okay. Hier sind Erinnerungssachen, medizinische Lager. Okay, hier sind alle ziemlich dicht beieinander. Und hier sind auch schon die Monolithe. Ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen, ob wir die wohl zuerst machen, damit der Planet wenigstens erstmal ein bisschen freundlicher wird. Also die Monolithe aktivieren und das Gewölbe reaktivieren. Ich glaube, das wäre so erstmal die sicherste Herangehensweise. Denke ich. Hallo, Commander. Sie sind das Alien, das Jarl mitgebracht hat. Ein möglicher Aktivposten, hat er gesagt. Wir haben Ihnen auf seine Anfrage hin Zutritt zu unserer Basis gewährt. Ich bin Anjik Dozeel. Merken Sie sich den Namen. Denn wenn Sie uns hintergehen, werde ich Sie persönlich töten. Ganz und seien ruhig. Sie versichert, dass das, was ich dann mit Ihnen mache, die Sterne dazu bringen wird, Ihr Gesicht abzuwenden und zu verlöschen. Dies wollen wir nicht, nein. Ich verstehe vollkommen. Jeder will, dass die Sterne weiterhin leuchten, richtig? Dann sind wir uns ja einig. Richtig. Wenn Sie sich beweisen wollen, werden Sie ein Verbündeter in unserem Kampf gegen die Cat.
Trotz all unserer Bemühungen bleibt Ihre stetig wachsende Truppenzahl eine Bedrohung für unser Volk. Reden Sie mit unseren Beobachtungsposten, die das Tal überwachen. Sie wissen, wo die Not am größten ist. Gehen Sie jetzt. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Ja, die Cat macht die alle ziemlich nervös. Okay, hier in der Höhle wäre aber erstmal alles... Nein, hier ist noch was. Mit dem würde ich auch gerne noch quatschen. Bevor wir hier rausgehen. Mit Ulisk. Du? Nein, da. Pathfinder, kann ich etwas für Sie tun? Ja. Sind Sie der Ausrüstungsoffizier? Ich habe gehört, es gäbe Probleme mit Ihren Vorräten. Was für ein Unsinn. Ich weiß ja nicht, was genau Sie gehört haben, aber alles läuft bestens. Das glaube ich nicht, nach dem, was ich gesehen habe. Ihre Nachrichten besagen etwas anderes. Sie haben seit Wochen keine Lieferung mehr erhalten. Diese Datenpads waren verschlüsselt. Wie haben Sie... Diese Informationen dürfen nicht nach außen dringen. Niemand weiß, dass keine Lieferungen mehr eintreffen. Na dann. Wenn sich das rumspricht, wird die Moral drastisch sinken. Ich muss der Sache unauffällig nachgehen. Ich verstehe. Haben Sie irgendwelche Spuren? Nicht viele. Die Vorräte erreichen zwar den Planeten, aber nicht unsere Basis. Die naheliegende Antwort sind die Cat. Sabotage ist genau ihr Stil. Wir haben den Übergabeort schon gewechselt, aber das hat nichts gebracht. Ich kann niemanden losschicken, um der Sache nachzugehen, ohne dass sich das rumspricht. Aber ich fürchte, letzten Endes wird es sich nicht vermeiden lassen. Hm. Ihre Leute haben das Recht zu erfahren, was vor sich geht. Sie sollten es ihnen erzählen. Bei allem Respekt, aber ich bin derjenige, der dieses Lager zusammenhält. Ich weiß, was das Beste für Sie ist. Ich kann keine offizielle Suchaktion genehmigen. Aber ich kann Sie auch nicht davon abhalten, eigene Nachforschungen anzustellen. Der NAV-Punkt des letzten Übergabeortes ist in meiner persönlichen Konsole gespeichert. Okay. Und Sie scheinen sich ja mit Entschlüsselungen auszukennen. Insofern überlasse ich alles andere Ihnen. Alles klar. Wo ist denn das Ausrüstungsterminal? Das da? Ja. Alles Entschlüsselung klar. Abgeschlossen, Pathfinder. Ich aktualisiere Ihr NAV-System mit dem Übergabeort der Vorräte. Gut. Dann gehen wir mal wieder raus. Ich habe verschiedene Daten. Wo laufe ich denn gerade hin? Ich muss doch hier hin. Am Moment, war ich hier hinten schon drin? Ich glaube nicht. Das interessiert mich aber auch nochmal. Na schön, machen Sie nur. Schalten Sie es an. Ich sollte vielleicht nichts übereilen. Aber ich liebe den Kira. Ich weiß. Doch, hier war ich schon. Hier war ich ganz am Anfang, wo der Mechaniker mich angequatscht hat. Ich muss hier raus. Also genau die andere Seite. Der Höhle. Okay. Alles klar. Dann laufen wir mal dahin. Halt, hier ist ein Behälter. Den möchte ich plündern. Oh. Einiges. Sogar ein Helm. Richtig. Warten Sie. Feindliche Patrouille kommt. Ich fühle mich irgendwie geehrt, das alles sehen zu dürfen. Halt. Ohne gute Organisation gewinnt man keinen Krieg. Ein beeindruckendes Überwachungssystem. Moment mal. Hier ist auch noch was. Gut. Immer schön scannen. Hallo? Hallo? Mixer? Nein? Nichts hier? Ich registriere einen erheblichen Temperatursturz. Ja, Sam. Das kann ich jetzt aber nicht ändern.
Diese Operation ist größer, als ich dachte. Ich habe das Knabberzeug schon beim letzten Mal. Okay, quatschen wir mit denen. Ich wollte mich gar nicht anschleichen. Ihr Commander hat gesagt, sie könnten uns das Tal zeigen. Sieg, ja, hat er. Ich will nicht mit dem Alien reden. Mach Hallo? Du das. Hör auf, Beniska. Der Commander hat uns informiert. Wir wussten, dass sie kommen. Ja, wir können ihnen das Tal zeigen. Wonach suchen sie? Angare helfen. Ich bin hier, um ihrem Volk zu helfen. Kennen Sie jemanden, der Hilfe braucht? Wir haben Berichte aus Hijara, dass dort jemand versucht, eine entführte Familie zu retten. Sehen Sie die roten Lichter? Dort ist es. Wo denn? Wenn Sie helfen wollen, wie der Commander sagt, könnten Sie dort anfangen. Sonst noch was? Diese roten Lichter. Sie sagten, das ist Hijara? Ja, die Hijara-Station. Einer der Dara im Tal. Eine kleine Gemeinschaft, größtenteils Wissenschaftler. Okay. Die Leute dort brauchen vielleicht Hilfe, falls sie das nicht bereits überprüft haben. Wie leben die da draußen? Warum überrascht sie das? Wir haben uns dem Wetter angepasst. Diese Lichter sind doch verdächtig. Greifen die Cat sie nicht an? Daran haben wir uns auch angepasst. Die Cat wollen uns lebend. Also kämpfen wir bis zum Tod. Das scheint sie abzuhalten. Gute Strategie. Was ist das für eine Alien-Anlage da drüben auf dem Berg? Das ist die Cat-Einsatzzentrale. Wir beobachten sie ständig. Welche Aufgabe hat sie? Sie kontrolliert die Operationen der Cat auf dem gesamten Planeten. Ständig kommen und gehen Schiffe. Ich bin dort persönlich auf den Präfekten gestoßen. Die fieseste, mutterlose Vessan, die ich je gesehen habe. Sogar die Cat hatten Angst vor ihr. Wir wissen allerdings kaum etwas über sie. Verstehe. Kennen Sie Stätten oder Ruinen der Relikte? Ich glaube schon. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Sieg, liest du eigentlich jemals die täglichen Meldungen? Nein, wenn ich irgendwas wissen muss, sagst du es mir schon. Und wo sind sie? Hohe Lichter, irgendwo zu ihrer rechten Seite. Alles klar, danke schön. Dann will ich sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Gut, und benehmen Sie sich. Wir beobachten sie. Alles klar. So, das ist wohl die Cat-Station. Tempest, wir brauchen den Nomad. Meine Position. Errichte Aufklärungsposten. Viel Glück, Ryder. Wie geht's deiner Schwester? Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Sehr schön. Nomad, Moment, ich guck mal auch nach die Ausstattung. Ich wollte mal gucken, was die Ausrüstung kann. Moment. Angara-Helm, Tech-Kräfteschanzeige. Okay, da geht's alles um Dingsbums. Okay. Aber ich habe jetzt gerade Waffenschaden und Kampfkräfteschaden drin. Was anderes habe ich nicht? Ach doch, für die Arme. Angara-Panzerung. Ranger 3. Okay. Da geht's hauptsächlich um Tech. Ich habe jetzt aber Waffenschaden drin gelassen. Nomad ist einsatzbereit. Ansonsten alles cool. Nomad aktivieren. Schön. Okay, Sam. Was hält Vault für uns bereit? Die Cat-Aktivität scheint sich um diesen großen zentralen Kommandoposten herum zu konzentrieren. Laut Information des Widerstands koordiniert die Basis alle militärischen Aktionen der Cat of Vault. Oh Mann, das kann lustig werden. Und wenn wir sie ausschalten, sind ihre Operationen lahmgelegt. Theoretisch ja. Aber angesichts der Probleme, die der Angara-Widerstand bei der Infiltration der Basis hatte, dürfte das keine leichte Aufgabe werden. Denke ich mir. Ich empfehle ein vorsichtigeres Vorgehen, das mit der Untersuchung kleinerer Cat-Anlagen beginnt. Irgendwelche Vorschläge, wie ich mich mit Aphra gutstellen kann? Die Nachrichten des Widerstands deuten darauf hin, dass jemand in Hijara Hilfe benötigt. Wir könnten Techix besuchen, einen größeren und etablierteren Dar der Angara in der Nähe. Klingt gut. Danke, Sam. Pathfinder, die Temperatur auf Bord liegt überall weit unter dem Gefrierpunkt. In manchen Gebieten ist es sogar noch unwirtlicher. Das macht den Einsatz des Nomad unbedingt erforderlich. Ich rate von längeren Aufenthalten in der Kälte dringend ab. Verstanden. Verstehe. Nicht den Wagen schrotten. Unsere Scans haben Monolithe der Relikte geortet, was die Anwesenheit eines Gewölbes nahelegt.
Und das heißt, wir können diesen Eiswürfel vielleicht zum Schmelzen bringen. Ja. Und ich überlege, ob wir damit das dann ist klar, auch... klar, was wir zu tun haben. Legen wir los. Ob wir das zuerst machen sogar. Dann... Wir machen jetzt erstmal dieses Hijara-Dingsbums. Und wenn das erledigt ist, dann würde ich sagen... Moment, wo ist denn die Hijara? Abgefangen. Okay. Nach Hijara reisen. Genau, das machen wir jetzt zuerst. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns auch um die Monolithe-Dingsbums. Hier ist noch ein Erinnerungsauslöser. Hier ist gegenseitige Gefallen. Okay. Okay. Überkorbort erreichen. Das ist ja gar nicht so weit weg von hier. Vielleicht kommen wir daran ja vorbei. Mal gucken. Wie wäre es, wenn wir den eisigen Berg nicht mit Höchstgeschwindigkeit rutschen? Okay, wo fahren wir denn lang? Unter Rasen? Gucken wir mal. Vertrauen Sie mir. Seien Sie bitte vorsichtig, Ryder. Ja. Moment mal. Irgendwie entfernt der Ort sich? Oder? Keine Ahnung. Okay. Ups. Okay. Das ist doch alles sehr verwinkelt hier gerade. Die Temperatur ist wieder normal. Oh. Kett im Anmarsch! Wir müssen sie rasch ausschalten, bevor sie die Basis erreichen. Magazin, Waffenmod. Brandmunition. Sehr schön. Noch irgendwas zum Einsammeln? Hier. Bioelektrische Fesseln. Mhm. Ist dieser Punkt noch weg? Der ist gar nicht so weit weg. Sollen wir den auch noch schnell machen? Oh, hallo? Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie ja. können mit ihrem Abbauinterface... Oh, ich deaktiviere ihn immer schnell. Dann machen wir das schnell fertig. Dann ist die Quest schon mal weg. Übergabeort jetzt. Hier. Ach nee, und Cat. War ja klar, oder? Ja, klar. Alles klar, meine Freunde. Nein, das sind keine Cat. Thank you.
anderes. Alles klar, ne? Angara. Ich habe in der Nähe ein Datenpad geortet. Alles klar. Ich habe die Koordinaten für den Übergabeort bereitgestellt. Axul. Axul. Sollte mir der Name irgendwas sagen? Pathfinder, ich habe Orlisk darüber informiert, dass der Übergabeort jetzt sicher ist. Gut. Jetzt sollte der Widerstand seine Vorräte erhalten. Sehr schön. Ha! Schon mal eine. Guck mal, kaum auf Volt gelandet, haben wir schon unsere erste gute Tat vollbracht. Fähigkeiten was Neues? Ne, noch nicht. 25 EP noch. Sehr schön. Moment. Wo ging es denn jetzt weiter? Nach Hijara. Risen. Aber ich glaube, ich steuere noch den hier mit anderen. So, das sieht ja jetzt schon mal etwas überschaulich aus. Na gut. Dann auf nach Hijara. Jawohl. Oh oh. Das sieht nach Ärger aus. Oder auch nicht. Nee, hier ist nicht los. Aber Moment, ich kann ja mal da eigentlich schnell reingucken. Gibt es hier Kisten oder irgendwas? Nein. Das ist eine Absturzstelle, so wie es aussieht. Ja, aber nee, nicht wirklich. Irgendwas. Okay, hier ist nichts Besonderes. Ich dachte, hier liegen wenigstens ein paar Kisten rum. Aber nicht danach aus. Ein verlassenes Lager wohl, oder sowas in der Art. Gut. Kettlager könnte einen kleinen Frühjahrsputz vertragen. Ja, jetzt. Bleiben wir mal ganz ruhig. Karte. Ich würde gerne den noch mit ansteuern. Und da! Vorbei! Was? Was denn? Man hatte uns versprochen, wir hätten genau so lange nach Ende des Kälteschlafs bereits ein Fertighaus. Aha. Kommt schon noch. Oder, Ryder? Ja, kommt noch. Jetzt muss ich die Aufklärungsdrohne ja schnell aufstellen und dann kann es gleich nach Hijara weitergehen. Da ist er. Sehr schön. Automatische Protokolle aktiviert. Sehr schön. Der Aufklärungsposten. Ha. Das erinnert mich an Weihnachten. Wir fassen hier langsam Fuß. Hier ist ein Ausrufezeichen. In den Bergen. Ein schöner Gedanke, oder? Ups. Sieht aus wie eine Forschungsstation. Jo. Was die wohl hier draußen machen? Sehen wir nach, ob hier jemand Hilfe braucht. Mann. Das nennt man einen großen Eiswürfel. Stufenaufstieg. Sehr schön. Halt. Die Quest bleibt aktiv. Ich schätze mal, irgendjemand hier wird schon wissen, wofür dieses Eis gedacht ist. Das erinnert mich an so eine Snob-Bar in London, in der die Drinks nur mit totschickem außerirdischem Eis serviert wurden.
könnte an einem Problem mit dem... Hä? ...im Enteisungssystem liegen. Ich seh's mir mal an. Was ist das? Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Moment mal, hier muss doch irgendjemand zum Anquatschen sein. Halt, quatschen wir die mal an. Ich habe ihr Schiff landen sehen. Ziemlich beeindruckend. Danke. Dasselbe wollte ich Ihnen gerade sagen. Ist das Ding von den Cat? Aber sicher. Bei unserer letzten Ausgrabung haben die Cat unseren Landcruiser zerstört. Also habe ich beschlossen, auch etwas von ihnen umzubauen. Ausgleichende Gerechtigkeit. Sehr schön. Cool. Sie haben die Cat bestohlen? Sie sind meine Heldin. Ich habe gehört, Sie machen noch viel mehr, als sie einfach nur zu bestehlen. Flirtest du gerade mit mir? Was machen Sie hier draußen sonst noch, außer Fahrzeuge zu verschleppen? Ich war Bauingenieurin auf Aya. Jetzt repariere ich hier die Forschungsausrüstung. Okay. Erst entwirfst du einen Aquädukt und plötzlich steckst du bis zu den Ellenbogen in einem Eisbohrer. Das ist eine große Umstellung. Ja. Ich würde um keinen Preis tauschen wollen. Es ist hart hier draußen, aber jeder Tag ist aufregend und spannend. Außerdem kommt Aya auch ohne mich zurecht. Aber die Hijara-Station braucht mich. Verstehe. Ist es hier draußen normal, dass man Maschinen der Cat einsetzt? Nur wenn wir darüber stolpern. Oder sie stehlen. Meistens halten wir uns von ihren Sachen fern. Könnte schließlich eine Falle sein. Ja. Sie stellen Fallen auf? Manchmal präparieren sie ihre Maschinen, damit sie explodieren. Und legen sie uns als Köder vor die Nase. Man könnte meinen, sie wären clever. Aber das haben sie von uns gelernt. Arbeiten Sie auch mit Relikt-Tech? Nicht wirklich. Ich kann sie nicht aktivieren, also wäre es ziemlich sinnlos. Aber diese riesigen Strukturen mit den Lichtern sind schon faszinierend. Ich würde zu gerne mal in eine davon reinklettern und damit herumspielen. Falls Sie daran interessiert sind, Sie sind nördlich von hier. Ja, das werden wir noch machen. Ich gehe dann mal. Ich glaube, das machen wir auch als erstes dann. Denke ich jetzt mal. Aber wo ist dieses Ausrufezeichen? Ich sehe es auch nicht auf der Karte. Doch, da. Moment. Das muss noch eine Nebenquest sein. Wie läuft die Ausgrabung? Temperaturen liegen im Normalbereich. Hier, gereizter Forscher. Das Eis ist zu dick. Mit einer besseren Ausrüstung wäre ich seit Tagen fertig. Ich habe schon gehört, dass ein Alien in der Widerstandsbasis eingetroffen ist. Fragen Sie doch mal Amal danach. Ich wünschte, ich hätte Zeit, mich zu unterhalten. Aber ich muss dieses himmelsverfluchte Stück Schrott zum Laufen bringen. Es empfängt schon seit Tagen merkwürdige Interferenzen. Ich kann unserem Kollegen in Telera keine Daten schicken. Verstehe. Techniker? Letzten Endes ist sie doch immer nur ein unzuverlässiger Haufen Metall und Plastik. Richtig. Und trotzdem vertrauen wir ihr unser Leben an. Ich brauche eine Pause, bevor ich noch jemanden umbringe. Wenn Sie wollen, können Sie sich gerne daran versuchen. Alles klar. Dann werden wir uns das mal anschauen. Ein hochleistungsfähiges Kommunikationssystem, das vermutlich für planetenweite Übertragungen genutzt wird. Das ergibt Sinn. Gibt es irgendwelche Hinweise auf diese Interferenzen, von denen der Forscher gesprochen hat? Ich empfange ein Signal. Es ist nur schwach, aber diese Ausrüstung ist enorm empfindlich. Pathfinder, ich erkenne in dem gesendeten Signal außerdem ein regelmäßiges Muster. Es könnte künstlichen Ursprungs sein. Die Cat? Das Signal enthält keinerlei Identifikatoren. Es ist durchaus möglich, dass die Cat die Kommunikation der Angara stören oder abhören. Oha. Hier gibt es was zu scannen. Noch mehr? Ja. Noch was? Nein? Nicht mehr? Nein. Moment, ich habe noch Fähigkeitspunkte. Die wollte ich jetzt wieder in Kampf investieren. Und zwar in den Turbolader. Der ist nämlich extrem geil. Schusswaffenschaden.
Was machen wir als nächstes dann? Aufladetempo und Dauer. 50% Dauer. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ja. Okay. Machen wir das rückgängig. Betäubungsschuss hätten wir noch 2 Punkte. Direktstärke. Ah, den Betäubungsschutz nutze ich ja noch nicht so wirklich. Aber ich würde gerne jetzt auch noch was Präzisionsgewehre machen. Jo. Ich hab noch einen Punkt. Den heben wir auf. Jo. Danke. Oh, Stufe 3. Profilsoldat. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Kauer. Automatisch. Und Liam. Auch automatisch, bitte. Die sind auch schon mittlerweile richtig gut geworden, muss ich sagen. Ja. Okay. Moment. Profile. Das hat uns Stufe 3 jetzt gebracht. Waffenschaden, Waffenpräzision, Schadenswiderstand, Waffenmagazinskapazität. Voll geil. Gewährt einen ansteigenden Schadensbonus für jedes Ziel, das innerhalb kurzer Zeit eliminiert. Das ist richtig geil. So, dann gehen wir nochmal zu demjenigen, mit dem, weswegen wir eigentlich hier sind. Wir können nicht einfach eine ganze Kettbasis angreifen. Sie sind das Alien, von dem die Leute reden. Ja. Einige sagen, wir können ihnen nicht trauen. Aber wenn sie hier sind, um gegen die Kett zu kämpfen, ist das für mich völlig ausreichend. Ich weiß, dein Vertrauen zu würdigen. Die Kett töten unsere Leute. Sie verschleppen unsere Familien und wir sehen sie nie wieder. Jeder, der gegen sie kämpft, muss besser sein als sie. Also werden sie gegen sie kämpfen? Ich weiß, wo das Arbeitslager ist, in das sie meinen Onkel gebracht haben. Natürlich. Wozu brauchen die Kett ein Arbeitslager? Für verschiedene Dinge. Sie sperren die Leute dort in Käfige. Manchmal lassen sie sie auch arbeiten. Verstehe. Sie sammeln Angara. Und wenn sie genügend haben, bringen sie sie weg. Und manchmal töten sie sie auch einfach. Mein Vater ist so gestorben. Das ist hart. Tut mir leid. Es muss ihnen nicht leid tun. Aber sorgen sie dafür, dass ich nicht noch mehr Familienmitglieder verliere. Machen wir. Ich hole deinen Onkel raus. Hier ist der Nav-Punkt des Arbeitslagers. Bitte beeilen Sie sich. Neil hat vielleicht nicht mehr viel Zeit. Alles klar. Das wäre jetzt unsere Hauptquest. Erstmal, hier hängt ein dicker Eiswürfel rum. Kann ich sogar scannen. Eisblock, H2O 96%, Natriumchlorid 3%, unbekannte Elemente 1%. Gut. Dann gucken wir uns hier noch kurz um. Hier war ja nichts weiter jetzt. Nein, hier ist nichts weiter aufgetaucht. Ich habe in der östlichen Ebene ein zurückgelassenes Versorgungspack gefunden. Behälter. Sehr schön. War irgendwas Gutes drin? Werkzeuge. Haben Sie das Metall aus der Probe extrahiert, die wir entnommen haben? Okay. Ja, es ist stabil. Wenn wir mehr davon finden, können wir es zur Weiterverarbeitung. Ich hätte hier noch einen Händler. Also von Ihrer Sorte habe ich noch nicht viele gesehen. Aber meine Freunde auf Aya haben mir viel über den Pathfinder erzählt. Nur Gutes, hoffe ich. Bisher schon. Läuft Ihr Geschäft hier draußen? Ich komme über die Runden. Der Trick ist, nicht zu lange an einem Ort zu bleiben. Ich reise zwischen hier und der Cheeks hin und her. Ah, okay. Hallo? Manchmal mache ich mich sogar auf ins Lager des Widerstands. Ist das nicht gefährlich mit den vielen Kett überall? Es war ein paar Mal ziemlich knapp, aber noch haben sie mich nicht erwischt. Die Sterne sind auf meiner Seite. Ja, hoffentlich bleibt das so. Ich sehe mir Ihr Angebot gerne mal an. Ich habe jede Menge Vorräte. So, schön. Ich tue jetzt mal alle Bergungsgüter verkaufen. Handel abstätigen. Hat die denn irgendwas Besonderes? Angara-Panzerung. Brandmunition. Wie viel habe ich da noch? Sehe ich das hier? Verbrauchsgüter. Wie viel habe ich da noch? Schildkondensator.
Hä? Ich hab doch welchen. Okay. Moment. Ich hab doch Brandmunition. 6 Stück. Okay. Kryo-Munition auch 7 Stück. Mhm. Na schön. Hier ist noch was. Iridium. Okay. Ich registriere einen Temperaturabfall. Ja, Sam. Schon hier drüben? Ist hier irgendwas? Nein. Okay. Ansonsten war es das hier, oder wie? Halt, hier ist noch ein Behälter. Halt. Aluminium. Und hier ist irgendwas zu scannen. Hallo? Okay. War es das? Scheint ja. Okay. Sonst ist hier nichts weiter. Ja, was machen wir denn? Sollen wir als nächstes dann die Monolithe machen? Hier ist noch ein Erinnerungsauslöser. Was ist hier noch? Auch ein Erinnerungsauslöser. Ja. Dann fahren wir hier über Erinnerungsauslöser, dahin und dann, ja, medizinische Lager, das wäre hier. Ich würde sagen, wir machen sogar dann erst die Monolithe zuerst. Machen das Gewölbe fertig und dann machen wir die ganzen Quests. Weil ich glaube, dann wird die Oberflächentemperatur ein bisschen auf dem Planeten steigen. Also ich gehe mal jetzt davon aus. Weil das ja auf EOS auch geholfen hat, die Atmosphäre zu verbessern. Und ja, deswegen. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Ja, man kann auch etwas freier dann rumlaufen. Ja, genau, so würde ich das erstmal machen. Dann beende ich hier die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn es diesmal nicht so viel Action war. Aber das wird schon. Ganz sicher sogar. Also. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Redhead.